Ja, legen wir mal los. Ich denke, man kann das soweit ganz gut erkennen. Der Planer ist in Keynote erstellt. Das ist im Grunde genommen das Apple PowerPoint, also ein Programm, mit dem man Präsentationen erstellen kann. Und das funktioniert eigentlich total leicht. Man muss sich natürlich ein bisschen reinfuchsen, aber ne, wir haben hier praktisch die Arbeitsfläche. Ich habe die extra so schmal angelegt, damit ich dann später, wenn es in GoodNotes verwendet wird, hier oben auch genügend Platz fürs Menü habe. Dann habe ich jetzt hier einmal für das aktuelle Jahr, also das ist ja für 21, dann sind hier die ganzen Monatstabs. Für mich ist wichtig, dass es auch noch einen Januar fürs nächste Jahr gibt. Dann ist 22 die Vorausplanung. Und hier, hierhinter verstecken sich gewisse Seiten, die zeige ich dann gleich mal. Und nochmal 4 frei belegbare Tabs, wo halt jeder Anwender dann nach seinen Bedürfnissen. Die ganzen Seiten sind also vorbereitet und man kann halt auf allen Seiten, außer auf dem Deckblatt jetzt sehen, dass hier überall Links hinterlegt sind. Das heißt also, jeder Tab ist mit einem Link hinterlegt und führt dann auf eine andere Seite. Man kann also von dem Kalender von jeder Seite aus immer hier die ganzen Tabs erreichen und auch diese ganzen Tabs. Egal, wo man sich befindet, kommt man immer dahin. Ich zeige euch mal hier, das ist der 21er Kalender, das ist so. Das ist zum Beispiel diese Lesezeichen-Links-Seite. Ich habe jetzt hier schon nochmal 2 anklickbare Felder hinterlegt. Also anklickbar sind die alle schon. Die führen alle auf eine weitere Seite. Die beiden habe ich jetzt hier schon mal angelegt. Und die sind auch frei belegbar dann. Also der Anwender kann sich dann hinterher, wer auch immer ich wahrscheinlich, hier frei. Die nächste wäre dann hier diese Vorlagenseite. Das ist also der Stern. Und man kommt dann auf diese Seite, wo man sich die ganzen Vorlagen nochmal aussuchen kann für weitere Seiten, die man dann noch übers Jahr irgendwie verwenden möchte. Und hinter dem Herz, da ist noch nichts. Das ist die Sticker-Seite. Da weiß ich noch nicht ganz genau. Ich werde dann verschiedene Sticker irgendwie mir noch ausdenken, entwerfen, die ich dann mir hier raushole und auf die anderen Seiten einfüge. Einfach so ein bisschen als Gestaltungs-, damit man es halt irgendwie schön macht. Ich lade das Ganze mal in GoodNotes und zeige euch mal, wie man hinterher das Ganze anwendet. Das ist jetzt als PDF exportiert, hier in GoodNotes. Hier ist der Planer. Das ist jetzt die erste Seite, da passiert ja noch nichts, ne? Ist nichts klickbar. Das ist ja das Titelblatt. Und die nächste Seite fängt dann mit dem Kalendarium 21 an. Ich kann hier einfach mal so ein bisschen durchklicken, ne? Also jeder Monat ist über den Tab zu erreichen. Für mich war es wichtig, dass ich auch so durchscrollen kann durch die Monate, damit ich halt, wenn ich Termine vergebe oder eintragen möchte, nicht immer klicken muss, sondern halt eben durchscrollen kann. Da kann man die Wochen besser abzählen und so. Für nachfolgende Seiten des Monats ist hier oben der Pfeil. Damit kann man dann dahinter noch ganz unproblematisch weitere Seiten anlegen, die beim Durchscrollen dann aber nicht stören, weil sie halt woanders liegen. So, dann haben wir das Kalendarium von 22. Und hier sind dann die Vorlagen. Also angenommen, ich möchte jetzt noch ein weiteres Blatt kariert haben, dann wähle ich mir das aus hier aus den Vorlagen oder meinetwegen dotted oder ist ja wurscht, nehmen wir jetzt mal das. Und dann gehe ich hier oben drauf. Hier. Seite kopieren. Gehe an die Stelle, wo ich das haben möchte, meinetwegen im Juni, auf die nachfolgende Seite und sage dann Seite einsetzen. Dann haben wir an dieser Stelle, wo wir es eben eingesetzt haben, genau die Seite auch mit den klickbaren Tabs. Finde ich ganz praktisch. Und hier die Link-Vorlagenseite, Lesezeichen, wie man das nennen mag, die ist halt frei belegbar. Also da kann ich jetzt im Grunde genommen sagen, ja, ich nehme jetzt mal das hier und mache da jetzt mal Reisepläne. Dann kann ich hier draufklicken und lande auf der Seite, die dahinter liegt, Reisepläne. Ich schreibe jetzt ja auch mal was drauf, damit man das sehen kann. Reisepläne.
Kann man, glaube ich, sehen. Ne? Das heißt also, ich habe hier die Möglichkeit, diese ganzen Felder noch frei zu belegen. Ja, ich glaube, das war es eigentlich. Das war es erstmal im Groben. Ob das tatsächlich dann final alles so bleibt, das weiß ich natürlich noch nicht. Ich muss das für mich selber erstmal testen, werde das für mich nochmal in 2020 adaptieren, also meine aktuellen Kalender da noch drüber legen. Und das erst nochmal weiterhin austesten, natürlich. Aber was ich überhaupt am allercoolsten an der ganzen Aktion finde, so wie ich da was eingetragen habe, landet das in der iCloud, also es ist gespeichert in der iCloud und ist dann automatisch auch aktuell auf meinem Handy. Das heißt also, alles, was ich da zeichne, eintrage, verändere ich dann automatisch auf. Oh, zu viel geredet jetzt. Verändert sich dann automatisch auch hier auf dem iPhone. Das heißt, also ich war vorhin beim Arzt, hatte noch einen Termin, habe dann einen Termin abgesprochen, musste nicht meinen fetten Kalender mitschleppen, sondern hatte halt mein kleines Telefon zur Hand und sehe jetzt hier auf dem. Konnte man es jetzt noch verstehen? Ich glaube schon, ne? Also man hat dann halt die Termine immer überall, so wie es heutzutage auch sein soll. Also das ist ja eigentlich das, was die Technik halt so angenehm macht heute, dass man halt alles überall zur Verfügung hat. Und das macht halt auch dieser Digital Planner. Es hatte mich schon jemand angeschrieben zwischendurch. Liebe Grüße, Andrea. Sie macht das schon ein paar Jahre. Ja, ich meine sogar, sie hat mir das schon mal geschrieben, dass sie das macht. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte das lieber noch auf Papier und schön eintragen und so. Ne? Ich finde das viel schöner. Ja, in gewissen Teilen ist es auch schöner, weil ich ja hier in meinem Kalender dann halt eben diese Zeichnung und so drin hatte. Ne? Das hat schon Spaß gemacht, aber das kann man auch digital. Da braucht man kein Papier mehr. Und dann kann man das nämlich überall und zu jeder Zeit. Ja, also wenn ihr noch Fragen dazu habt, immer her damit.